Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und mein Päckchen ist da. Ich habe auch schon eben Odin was shoppen gemacht. Das werdet ihr am Wochenende sehen. Da habe ich den Fire TV Cube auch gezeigt. Er ist da. Der neue Fire TV Cube. Die deutsche Version, weil wie ihr seht, ist ein Amazon-Karton. Ja? Also kam heute. Heute ist der 9. Mittwoch, der 9.10. Ich habe es einen Tag vorher gekriegt. Also eigentlich soll es ja offiziell am 10.10. kommen. Ich denke mal, viele bekommen den heute. Dann werden dann heute ganz viele Videos auf YouTube zum neuen Fire TV kommen. Aber egal. Ich habe ja schon die US-Version getestet. Bei der US-Version übrigens ist immer noch kein deutsches Update da. Es ist immer noch komplett in Englisch. So. Und hier haben wir den mit Schmuckstück. Das ist der neue Fire TV Cube. Wie gesagt, 16 GB, nicht wirklich. 16 GB müsst ihr so verstehen, ist wie bei dem Fire TV Stick und Fire TV Box 1, 2, 3, wo immer steht 8 GB. Ihr habt keine 8 GB bei denen, das sind 5, noch Watt und ihr habt da 12, noch Watt. Ich hätte mir da echt gewünscht, wenn Amazon jetzt den Fire TV Cube nochmal auflebt, also nochmal eine Verbesserung, neue Prozessoren, weil der... Die erste Version mit der neuen Fernbedienung hier ist schon zwar ganz gut und du kannst viel machen, aber wenn man viel gleichzeitig macht oder zu schnell irgendwo hinwechselt, hängt er sich ab und zu auf und man muss ein bisschen warten. Das hoffe ich, dass es hier besser ist, weil der hat zwei Prozessoren drin. Ja, 4K, UHD logischerweise. Alexa, werden wir mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, wie geht denn der hier auf? Seitlich? Ach ne, hier. So. Tada. Auch wieder hier mit dem Amazon-Logo hier innen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Mit dem Pfeil. Dann haben wir hier den Fire TV Cube. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Stromkabel jetzt hier aussieht. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Hefte in Schwarz, Rot und Weiß. Also Weiß, Rot, Schwarz, also je nachdem wie ihr es seht. Gucken wir uns auch gleich alles im Hardware-Video an, was da alles mit bei ist. Dann haben wir die neue Fernbedienung. Ist die jetzt größer oder kleiner? Die ist, würde ich jetzt sagen, gleich groß. Werden wir nachher vergleichen im Hardware-Video. Dann typisch für Amazon, was ich sehr toll finde, da können Sie auch ein Beispiel dran nehmen, die Fernbedienung, für die Fernbedienung Batterien sind mit bei. Ja, das war's schon. Hier ist jetzt leer. So. Schön. Schön, 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 schön. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, es ist wie bei der US-Version. Der Stromkabel, also das Netzkabel, ist komplett. Nicht wie bei den anderen Modellen, wo wir dann praktisch hier einen USB-Anschluss haben. Nein, es ist komplett fest. Aber hier, jetzt seht ihr ja, ist die europäische Variante. Und auf der anderen Seite haben wir dann kein USB, wie bei den anderen, sondern wir haben hier so einen runden, wie wir vom Fire TV Box 1, 2 kennen. Beim dritten haben sie dann den USB eingeführt. So, dann haben wir einmal das mit bei. Dann haben wir den IR-Sensor mit bei. Der war bei dem US-Modell auch mit bei. Der ist dafür da, dass... Ja. Ah, hier ist auch Gummi. Nee, hier haben sie den Gummi weggelassen, glaube ich. Nee, doch, hier unten ist er. Für Geräte steuern. Der gibt dann praktisch das Signal an eure Geräte. Also der darf halt nicht so weit weg vom TV und anderen Geräten sein. Der gibt das Signal an die Geräte, pass mal auf, einschalten, ausschalten. Ja? Wo Alexa sich praktisch die Informationen über den HDMI holt, wer das ist. Und unten haben wir dann halt hier dann noch Gummi. Und oben, was ich sehr schön finde,
Ist so ein kleiner Gimmick, ist das Amazon-Logo auch drauf. So. Und dann haben wir natürlich noch dieses hier. Das ist der OTG-Kabel, Original Amazon. Ich weiß nicht, zählt das auch als OTG? Weiß ich nicht. Der kommt an den Mini-USB hinten ran. Und dafür kriegt ihr dann auf der anderen Seite wieder ein Mini-USB und ein LAN-Kabel. Ich habe es bei dem US-Modell getestet. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem deutschen Modell ist, mit dem besseren Prozessor und so. Ich glaube, nicht viel anders. Egal, was ihr macht, wenn ihr ein OTG-Kabel direkt mit dem Fire TV Cube verbindet oder ihr macht das andere OTG-Kabel hier mit dran an den Mini-USB und habt dann praktisch noch eine Festplatte, die ihr ranmachen könnt über USB oder sowas, habe ich Video gemacht, werde ich in die Infokarte packen. Ihr könnt den Speicher nicht erweitern. Er wird zwar unter Apps, wenn ihr unter Apps geht, seht ihr den internen Speicher und den externen Speicher, aber es ist nicht möglich, vom internen Speicher was auf den externen Speicher zu verschieben, um mehr Platz zu gewinnen oder so. Es kann sein, dass es jetzt beim Deutschen geht. Ich glaube es aber eher weniger. Und ich bin mal gespannt, was dazu kommt jetzt mit andere Geräte steuern. Die HDMI-Erkennung und sowas alles. Beim US-Modell steht mir das nicht zur Verfügung. Ich habe mit Amazon Service US geschrieben, also mit dem Amazon-Blog da. Und die haben gesagt, das ist nur in einigen Regionen der USA verfügbar. Also der erkennt praktisch das, was gerade gebraucht wird. Fernseher, Soundbar, Fire TV und damit ist Pumpe. Und bei anderen Regionen kann er so ja andere Geräte erkennen. Xbox, PlayStation, alles, was so mit HDMI am TV angeschlossen ist. Ich bin gespannt, wie es läuft. Abwarten und Tee trinken. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt hier für das Unboxing. Also wir können ja mal kurz noch reingucken. Fire TV Cube. Der weiße Zettel. Ja, ich habe meine Brille nicht auf. Fire TV Cube Gen 2. Ja, hier steht WLAN und so was drauf. Ich kann es aber ehrlich gesagt jetzt nicht lesen. Kann ich nicht lesen, ist mir zu klein. So, dann haben wir ein rotes Heft. Willkommen bei Hands-on Free TV. Weil Amazon sagt ja, mit Fire TV ist alles Hands-on Free. Das heißt, da muss auch sein mit bei sein andere Geräte steuern. Also die nicht direkt. Also jetzt nicht, was jetzt gerade benutzt wird, Soundbar TV, sondern halt auch PlayStation, Xbox und was weiß ich, Receiver. Läuft immer etwas. Ja, das ist halt hier nur Werbung mit ein paar Befehlen und so. Also jetzt eher eigentlich auch unspektakulär. Und dann haben wir hier noch ein schwarzes Heft. Ach, hier ist dann natürlich drin, was alles mit bei ist und wie es angeschlossen wird. Ja, das ist ja kinderleicht. Ja, aber hier wird auch nur gesagt, dass man in LAN-Kabel da anschließen kann, an das einzelne. Hier hinten, da. So, vielleicht besser. Aber nicht, was man an den Mini-USB anschließen kann. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir mal vergleichen. Fire TV, erste Generation, zweite Generation, Fernbedienung, alle drum und dran. Ich denke mal, das wird ein sehr kurzes Video oder, ach, das hauen wir jetzt hier einfach mit dran. Scheißegal. Ich habe ja sowieso schon Hardware gemacht. Was soll ich denn da jetzt? Ich habe ja jetzt sowieso schon hier alle durchgeblättert mit euch. Ja, hier steht auch nochmal, haben sie neu gemacht, ein schwarzer Aufkleber, wie ihr das, die Fernbedienung aufkriegt. Wegen Batterien reinmachen. Da stellen sich auch manche so doof an. Warte, ich muss erstmal hier die Folie abmachen. So.
Es ist im Prinzip ganz leicht. Viele stellen sich da ein bisschen schwer an. Ihr legt die Fernbedienung am besten in eure flache Hand. Dann mit der anderen flachen Hand rauf und ziehen. Und schon habt ihr ab. Am besten ist wirklich flache Hand. Nicht irgendwie so festhalten, weil da, der Deckel geht hier komplett rum. Flache Hand. Hier, ich mache nur mit der flachen Hand. Und es ist offen. Das ist im Prinzip kinderleicht. So, und dann reinmachen, logischerweise ist es auch leicht. Zack, ruf. So, jetzt gucken wir mal gleich nach. Nö. Nö, keine Unterschiede. Sonst sind ja manchmal die Wölbungen anders, die Größe anders, die Breite oder irgendwas. Hier ist alles exakt gleich. Auch die Rückseite ist exakt gleich. Wir haben auch hier bei die Wölbungen, also dass es hier nach oben geht, hier nach unten geht, alles exakt gleich. Hier genau, hier geht es auch nach unten, hier geht es nach oben. Da hat sich nichts geändert. So, dann machen wir den Gummi mal ab hier. Ja, das ist auch, denke ich mal, lang genug. Das ist so lang wie so länger als mein Tisch. So, dann haben wir hier den, wenn wir mal hier abmachen, die Folie. Weil wenn die Kleine dann am TV ist, ist halt ungünstig, wenn da Folie ist zum Abziehen. Ich werde es nochmal versuchen, dass ihr das vielleicht seht. Hier ist das Amazon-Logo. Und hier unten, das ist ein Unterschied zur ersten Variante. Wir haben hier auch Gummi, aber ihr seht das vielleicht so ein bisschen, seht ihr das so ein bisschen hier, die Kante? Das ist Gummi. Aber, kann man das hier irgendwie abmachen? Doch, kann man so ja abmachen jetzt hier. So, Schutzfolie ab. So. Und hier ist im Gegensatz zur ersten Version ist das schwarz. Bei der ersten Version, was ich habe, die US-Version, ist es gräulich. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier ist auch was reingestanzt. Oben das Amazon-Logo, CE und sowas alles. Die Seiten alle sind Klavierlack gehalten. Und ich werde den jetzt hier nicht so großartig auspacken, weil der Kabel ziemlich lang ist. So viel werde ich nicht benutzen. Das machen wir alles im Anschlussvideo. Dann halt ein Klinkenkabel mit einem Strich. Das ist halt der IR-Sensor. So, jetzt packen wir den Cube aus. Jetzt muss ich gucken, dass ich den auch richtig auspacke. Nicht wie bei dem US-Modell, wo ich es dann irgendwie komplett verkehrt gemacht habe. So. So, jetzt haben wir den ausgepackt. Hinten haben wir dann einen schwarzen Zettel drüber kleben. Wartet mal, da muss ich mir jetzt doch mal meine Brille holen. So, da bin ich auch schon wieder. Optimale Platzierung vom Fire TV Cube. Nicht hinter Gegenständen und mit der Vorderseite zu ihrem Sitzplatz ausgerichtet. Hab ich. Mit einem Mindestabstand von 30 cm zu Lautsprechern. Ja, ich glaube nicht ganz. Müssten wir nachmessen. Muss ich mal gucken, wo mein Zollstock hier abgeblieben ist. Ich hatte letztens hier noch einen Zollstock hingepackt. Aber irgendwie kommt das immer alles weg. Nicht in einem geschlossenen Schrank. Ja. Machen wir nicht. Dann können wir das hier abziehen.
Und dann geht hier auch gleich die ganze Folie ab. So. Also verpackungstechnisch muss man sagen, da macht Amazon alles richtig. Ich habe ja den Fire TV 3 etwas gehatet, weil der war und ist Schrott. Zu wenig Speicher, also da hätte man, also so viel ist da nicht neu dazu gekommen. So, ich nehme ihn immer noch, also jetzt nicht mehr, aber ich habe ihn eine ganze Weile benutzt. Er macht das, was er soll, aber ja. Wäre der Stick, der 4K-Stick, zweite Generation, früher rausgekommen, hätte ich mir den geholt und nicht das Ding. So, und hier hinten haben wir dann praktisch den USB. Einmal hier hinten dran, da. Da haben wir den Klinkenkabel für den IR-Sensor, HDMI und den Stromkabel. Sonst ist da nichts. Wir können den Speicher auch nicht erweitern. Hier haben wir komplett Klavierlack ringsherum. Vorne steht hier Amazon. Und hier oben haben wir dann noch Elemente. Hier haben wir dann praktisch... Seht ihr das? Ein und aus. Lautstärke stumm. Und Plus und Minus. Dieses Plus und Minus ist für die Lautstärke der Box an sich. Wir haben hier unten einen Lautsprecher drin. Da. Und hier wird der Balken dann immer blauer. Also der ist eigentlich weiß. Wenn ihr Lautstärke macht, dann wird der weiß. Umso mehr Lautstärke ihr macht, umso blauer wird der Balken bis hier hinten hin. Ja, und dann ist Pumpe, umso lauter ist der Lautsprecher hier innen drin. Weil ihr könnt euch auch Nachrichten vorlesen lassen, wenn der TV nicht an ist. Dann kommt das über den Lautsprecher. Ja? Nur wenn Fire TV in Verbindung mit Fernseher an ist, kommen die News halt als Bild und als Ton über den TV bzw. TV-Lautsprecher. Es sei denn, man hat eine Soundbar an, dann über Soundbar. So. Hier unten ist auch alles gummiert. Also die ganze Unterfläche ist gummiert. Und dann haben wir hier diese Gummipinöpel, damit da halt was höher kommt. Damit die Box halt hier nicht direkt auf dem Schrank ist. Wegen Vibration und allem drum und dran. Hier oben die Löcher, die sind für die Mikrofone. Habe ich auch erst überlegt und dann war mir auch klar, dann hat mir aber schon ein Abonnent geschrieben, dass das für die Mikrofone ist. So, Hefte hatten wir schon gemacht. Ja, dann sind wir jetzt mit Unboxing und Hardware hier komplett durch. Und ich würde sagen, wir tauschen jetzt den Fire TV Cube erste Generation, beziehungsweise erste Generation zweite Modellreihe, wo halt schon hier laut, leise und das alles mit drauf ist. Das war bei der ersten Generation nicht. Die hatten diese Knöpfe hier nicht und oben den An- und Ausschaltknopf hatte die erste Generation auch nicht. Das ist die erste Generation, was ich habe in einem zweiten Modell. Also Hardware ist gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Fernbedienung. Und den gibt es jetzt in Amerika, also weltweit gibt es den, jetzt soweit ich weiß. Und das ist die offizielle zweite Generation mit einem Quad-Core-Prozessor, also mit zwei Prozessoren. Ich denke mal, einen für Alexa, einen für Fire TV oder so, dass das alles ein bisschen besser runterläuft. Ich bin mal gespannt. So, dann würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr Bock habt und ihr habt den Fire TV Stick und ihr wollt, habt Kodi oder Ghost und so drauf und wollt die Einstellung mit hier rauf über den Cube, auf den Cube mit übernehmen, dann empfehle ich euch, guckt da mal oben in die Ecke. Ich habe ein paar Videos zum Fire TV Cube gemacht. US-Modell funktioniert dann hier genauso teilweise. Bei dem Video, was ich euch verlinken werde, hat es bei mir auch funktioniert, dass ich auf ein externes Medium mache. Und jetzt irgendwie kamen schon wieder 2-3 Updates raus. Jetzt kann ich es nicht mehr auf einen USB-Stick machen. Jetzt muss ich es halt auf einen internen Speicher und halt in die Cloud machen. Werde ich die Anleitung im Video auch nochmal aktualisieren. Das ist aber mir erst vor 2 Tagen aufgefallen. So, nichtsdestotrotz,
Hoffe, ich hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Fire TV Cube sehen wollt, hier oben in der Infocard und bleibt am Ball. Ich werde mehrere Videos dazu machen. Werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, sobald es bei der US-Version einen deutschen Patch gibt und da ein deutsches Menü drin ist. Ich bin guter Dinge, dass es noch kommen wird. Nur die Frage ist, wann. So, dann bin ich mal weg. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Seid euer Odin.